das war's dann wieder mal. Dynamo Dresden 3:3 in Stuttgart nach einer 3:0-Führung. Uiuiuiui. Herztropfen pur oder auch Einlieferungsscheine in die Anstalt. Übrigens, wisst ihr, was das Verrückteste an diesem Tag war? Das Verrückteste war, dass es in Stuttgart weder vor noch rückwärts ging. Sowohl ins Stadion als aus dem Stadion raus, weil die Dynamo-Fans waren so freundlich und haben natürlich die Straße benutzt. 12.000, wenn die einen Marsch machen. Bitteschön, das ist natürlich mehr als normal. Nur die Stuttgarter Polizei, die meinte, wir sind stolz, es ist nichts passiert. Und wenig stolz waren die Sender da drüben im Westen, denn die meldeten, beim Hochsicherheitsspiel, meine Damen und Herren, zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden ist nichts passiert. Was ist denn das für ein Journalismus? Habe ich Ihnen schon gesagt, heute ist Montag, der 3. April und die Sonne hat bis Mittag fast nicht geschienen. Und morgen ist der 4. April. Ob da die Sonne kommt oder was? Ich merke schon. Ne? Sie merken auch, irgendwann müssen wir alle zurückfinden zur Normalität und nicht erzählen, was nicht passiert ist. Und deshalb erzählen wir Ihnen, was passiert ist mit der schönsten Rentnerrunde, die es im großen Garten gibt. Wer Dynamo Dresden guckt, hat immer die Gefahr, dass etwas passiert. Ich habe jetzt inzwischen mir Folgendes dabei gedacht. Ich gehe schon in Vorbeugung und nehme immer einen Überweisungsschein mit zu den Dynamo-Fans. Ja? Ja, ja. Also ohne weiteres kann man sie in die Anstalt einweisen, dank meiner Hilfe. Ja. Entweder in die Anstalt des Herzklopfens oder in die Anstalt des geistigen Durchdrehens. Wie war es gestern bei dir? Ja, die zweite Halbzeit, die war natürlich dermaßen spannend, weil Dresden das so spannend gemacht hat. Die ziehen sich dann volle 45 Minuten zurück, wo ich sage, es muss doch wenigstens mal eine Entlastung kommen. Ich habe jedenfalls zu meiner Frau immer gesagt, wo es dann immer noch 3:2 für uns stand und die Nachspielzeit kam. Ich sage, hoffentlich gehen die sauber in den Strafraum. Und dann? Der pfeift Elfmeter. Und dann? Und dann kam's. Und was hast du dann? Ja, und dann sage ich, bin aber trotzdem noch zufrieden, weil ich vorher gesagt habe zu meinen Freunden, wenn sie 2:2 spielen, ist das überragend. Wer gegen den Spitzenreiter 4 Punkte holt, ist überragend. Und 8 Tore schießt. Und 8 Tore schießt. Deswegen verzeihe ich die Geschichte, weil man ja muss immer sehen, die Mannschaft kommt aus der 3. Liga. Und das bedeutet, was sie hier geleistet haben, man weiß, ob das wird in der nächsten Saison so laufen. Was machst du dann in dem Moment, wo der Freistoß kommt? Beißt du da ins Knie deiner Frau? Ja, oder? Ich habe gesagt, habe ich dir's nie gesagt? Es ist passiert. Ja, sagt sie. Und? Deine Schnaps oder Bier? Oder? Ja, ich trinke dann, habe dann in aller Ruhe mein Bierchen getrunken. So war's. Um mich wieder runterzufahren. Das reicht. Du, hör mal, wir haben ja alles schon durch. Uerdingen. Ja, das war ja, das war ja fest. Ja. Ne? Wenn man das nicht schon ein paar Mal hier erlebt hat. Und jetzt frage ich dich, es gibt doch keine andere Mannschaft auf der Welt, die so bekloppt für Schlagzeilen sorgt, die solche Sachen macht. Es gibt doch wirklich nur Dynamo Dresden. Dieses Spiel gestern in Stuttgart, das kriegst du doch in der gesamten 2. Bundesliga-Saison nie wieder geboten. Nee. Das kriegst du. Und wer hängt mit drinnen? Dynamo Dresden. Ist das hier was Besonderes? Aber wie gesagt, man muss verzeihen, weil man muss ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Es ist eine Mannschaft so gut wie mit derselben Mannschaft, die diesen Aufstieg geschafft haben. Deswegen musst du verzeihen. Er will noch den Aufstieg erleben, deshalb mit seinen 73 Jahren joggt er hier durch die Gegend. Ihr zu uns stößt am heutigen Morgen nach dem 3:3. Enttäuscht oder zufrieden? Zufrieden, durchaus. Aber wie gesagt, es hätte noch klappen können. Und das ist das Problem, was mich ein bisschen ärgert. Aber ich bin zufrieden. Das mit dem hätte ist natürlich das... Der Hund, der jetzt sofort hier zu Wort meldet, ne? Wenn der Hund nie gerade, dann hätte er den Hasen gekriegt. Aber gut. Naja. Nee, aber an was lachst du zum Beispiel, dass wir in der 2. Halbzeit so sehr hinten drin standen?
Ja, ich würde sagen, man hat dort mit Dampf losgelegt und am Ende hat dann doch die Kraft nicht mehr gereicht. Und es waren natürlich auch einige Sachen dabei, wie die Auswechslung von Hartmann. Und weil der Hartmann ja groß ist und alles wegköpft, musste ja der Kutschke dann dort hinten drinnen stehen und hat dann vorne gefehlt. Warum natürlich den Mann Bartko nicht gleich eher reingenommen hat. Du meinst Berko? Berko. Das denn der Bartko war mal Radfahrer, so wie der Kurt. Ich bin Eisschnellläufer. Da du bist Eisschnellläufer? Meine Söhne sind Eisschnellläufer. Mein Sohn ist Landestrainer in Chemnitz, Harnisch. Und insofern kenne ich Bartko jetzt auch. Eben. Nee, aber jetzt das eben. Da kannst du mal sehen, was wir hier alles, das hast du bis jetzt noch gar nicht gewusst. Ja. Wie gesagt, Berko. Berko, warum er nicht zusammen gleich reingebracht hat, das ist jetzt auch meine Frage jetzt hier. Denn er hätte vielleicht auch mit seinem körperlichen Einsatz vielleicht mehr erreichen können, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich eine Szene gesehen und die war für mich bedenklich. Das war die 84. Minute, da rannte der Berko los, hatte 3 Meter Vorsprung und der andere, der hieß Mané, der holte den ein. Stimmt. Als Eisschnellläufer unfassbar, oder? Ja, nee, das stimmt auch wieder. Nee, in der Szene war er nicht gut. Aber ich weiß das nicht. Aber er hat schon die letzten 2-3 Spiele davor eigentlich relativ gut mir gefallen. So, du erzähl mal, wie das in der Soccer Arena war. In der Soccer Arena war es toll, muss ich wirklich sagen. Also, die Massen haben gejubelt bei den 3 Toren. Ja, es waren auch gut herausgespielte Tore. Glänzend herausgespielt. Muss man wirklich sagen. Glänzend. Ja. Ja. Bis auf den Elfer, na ja gut, der war aber genau noch drin. Das war noch drin. War genau auf der Linie. Ja, genau, das haben wir ja zeitlupe gesehen. Ja. Na, und da Hut ab für den Schiedsrichter, der das sofort entschieden hat. Siehst du, wir meckern nicht bloß über den Schiedsrichter, wir sagen auch mal Hut ab. Ja, und auch Hut ab vor allen Dingen auf den Schiedsrichter, wo ja dann der Terodde da den Kontakt suchte. Und da hätte der ja auch dort schon den Elfmeter gegeben. Aber der andere Elfer war natürlich wirklich erinnert. Weil der Reise stellt sich ein bisschen dämlich an. Genau. Hat mir es ja selber gesagt. Das darf man nicht machen. So darf man nicht reingehen. Und dann in der 95. So darf man da nicht reingehen. Da muss ich ihn wegdrängen. Wegdrängen den Spieler. Aber dann oder davor stellen. So wie der Ben. So ist es. Ja, einfach hinstellen. Ja, genau. Aber das war doch. Was ist denn jetzt das Fazit? Naja. Das Fazit 3-3. Was bist denn du bei mir hier vorne? Fazit. Du bist wohl wahnsinnig. Das Fazit war schon in Ordnung. 3-3, wenn wir das vorher gesagt hätten, wäre es okay gewesen. Nee, aber sie wollen doch noch aufsteigen. Das hat sich auch gedacht, denke ich mal. Wolltest du auch aufsteigen? Na klar. Du? Na klar. Aber das wird zu redisch sein, denke ich. Wollen wir nicht noch eine Saison warten? Ich will nicht aufsteigen. Mit dem Aufstieg. Na, ob es dann klappt? Das ist die Frage. Na, ist das so?